Hiho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde auf der Insel der verdammten Untoten. Nein, Scherz, zu Pillars of Eternity 2 Deadfire. Wobei wir hier ja auf der Insel der Verdammten sind. Mehr oder weniger. Wir können es uns nicht mal anzeigen lassen. Wir sind irgendwo hier, irgendwo beim Kompass. Ich glaube, die kleine Insel da ist es. Wir werden es nicht mal angezeigt. Aber was ich schön finde, ist, wie viel wir schon vom Todesfeuerarchipel aufgedeckt haben. Ich habe ehrlich erwartet, dass es länger dauern würde. Ah gut, wir haben noch viel vor uns hier im Norden. Wir haben auch noch viele Kopfgelder und so weiter. Und da fällt mir gerade ein, dass ich was gucken wollte. Nämlich, wir hatten doch hier eine Quest mit dem Kartieren von Tikawara. Ah, kehre zu Sansa zurück. Okay, wir haben es also abgeschlossen und können die Quest dann abgeben, wenn wir wieder in Nekataka sind. So, jetzt wollen wir aber erst einmal von diesem... Flecken hier runter. Und dann wieder zum Bootshaus oder zum eingelegten Aal. Na komm, gucken wir uns mal erstmal das Bootshaus an. Wenn wir da hin dürfen. Ohne gefressen zu werden. Und ich habe echt immer noch keine Ahnung, warum das Spiel so schnell ist zurzeit. Real quiet now. Jetzt scheint es wieder Normalgeschwindigkeit zu haben. Also einmal ist ein Ring des geringen Schutzes. Und Geld. Couch, Schwur und Harmonie. Du hast so einen Ring schon. Du könntest ihn tragen. Du hast einen. Und du? Hast schon zwei. Also kriegst du dir einen zweiten Ring. Ja, Max Gesundheit. Das wäre mehr Entschlossenheit. Nee. Wobei, haben wir hier noch irgendwas Schönes? Religion Heimlichkeit. Rüstungswert gegen Zauber. Plus 1 Verfassung. Plus 1 Verfassung wird nicht so viel bringen. Deswegen behalt mal ruhig den. Was ich aber bei brauchen könnte, wäre eine bessere Rüstung. Ja, weil sobald ich auf die Fernkampfwaffe schalte... verpufft ihr Buff, was schade ist. Yeah. Sure thing. Gut. Smells like a pig pen, if all the hogs were dead. Stinkt wie ein Schweinestall, nachdem die Schweine verreckt sind, okay. Jede Klinge ist von Rost durchsetzt. Regenwasser hat sich in diesen Bechern gesammelt, die wiederum das Schiff mit ihrem salzigen Geruch erfüllen. Hier. Diese Kürasse wurden auf Einzelteile hin untersucht und geplündert. Diese in der Nähe liegenden Seiten sind mit gekritzelten Entwürfen für ein Steuer bedeckt. Oh, Hund. Ah, Gift. Ist okay. Und Hund. Niki. Ups. Niki, 5% erlittene Treffer in leichte Treffer umgewandelt, gewährt gruppenweiter Begleitereffekt. Welcher denn? +3 Genauigkeit mit Nahkampfwaffen. Hm. Ach, jetzt bewegen sie sich gefühlt normal schnell irgendwie. Ja, von mehr gepeitschte Krypta. Leuchtender Vorsprung. Gehen wir erstmal den eingelegten Aal rüber. Ich hoffe mal, wir treffen dich schon wieder auf Untote. Die nächste Frage ist, ist der eingelegte Aal von Untoten heimgesucht? Warum habe ich eigentlich so das Gefühl, dass das hier der Heimathafen des fliegenden Henkers ist? Also des Geisterschiffs. Und
dass ich vielleicht hier noch gar nicht sein sollte. You there? How you up here? Kupferkopf. Psst, du da, hey du da. Oben auf dem Balkon winkt eine große, schlanke Person hektisch auf, um deine Aufmerksamkeit zu bekommen. Da duckt sie sich wieder hinter das Geländer. Kein besonders gutes Versteck. Okay, ja, hier sind Untote, aber diese... Nicht gerade das attraktivste Völkchen. Sieh jemand an, jemand Unbekanntes. Ein Ghoul. Ghoul und Skelette. Scheint tatsächlich ein Neuankömmling. Gerade erst angekommen. Okay. Nehmen wir uns mal die Katze. Bonnie. Erlittene Treffer in leichte Treffer und kritische Treffer werden in Treffer umgewandelt. Ah ja. Es ist ein kleines, ruhiges Dorf, aber genauso lieben wir es. Okay. Well, hello there. Oh, hallo. Auch die Frau grüßt ihn mit einem freundlichen Lächeln. Dessen Effekt zu einem gewissen Grad dadurch getrieben wird, dass sie nur mehr ein halbes Gesicht hat. Sie schrubbt ungerührt einige Gläser. Schätze mal, du bist gerade erst reingekommen. Während sie spricht, bemerkst du ein seltsames Zeichen auf ihrer Stirn. Eine Art Symbol oder Rune. Heißt das, dass du mich nicht essen willst? Dieser Ort, ihr seid alle Monster. Ja, ich bin gerade erst angekommen. We're a long ways from everywhere, and not many folk are so keen to risk the voyage. You're just in time for the harvest. Ich freue mich, neue Gesichter zu sehen. Wir sind hier weit weg von allem und nicht viele Leute wagen sich so auf so eine lange Reise. Du bist gerade richtig zur Ernte gekommen. Help yourself to some ale while you're waiting. Zuka ought to be here soon with the day's catch. Gib dir ruhig ein paar Ale, während du wartest. Zuka müsste bald mit dem Fang des Tages wieder hier sein. Mhm. Das Skelett können wir nicht anklicken. Wirt noch ein. Okay. Wir können den Wirt auf jeden Fall beklauen. Da hat er nichts dagegen. Auch wenn er gestandenem Fleisch fabriziert. Ein Getränk, der Herr. Der Mann an der Theke geht seiner Arbeit nach. Völlig unbeeindruckt von der Tatsache, dass er halb verwest aussieht. Hinter ihm hängt ein Zwergkopf über einem Fass. Blut strömt aus... ja, das da. Blut strömt aus einer Wunde an seinem Handgelenk in das Fass. Von Zeit zu Zeit zuckt der Zwerg kläglich. Um die Wahrheit zu sagen, ist die Speisekarte nicht gerade üppig, aber ein Ehe sollte dich über Wasser halten, bis Zurück und ihre Leute zurückkommen. Dann kannst du den Fang des Tages genießen. Ihr neuer König, der erste Honig geht aufs Haus. Er nimmt einen Krug und schenkt eine unverwechselbare rote Flüssigkeit dick und dunkel in einen Kelch. Der kupferartige Geruch trifft deine Nasenlöcher mit voller Wucht. Der Wirt schiebt dir den Kelch über den Tresen. Ich trink's mal. Du hebst den Kelch und nimmst einen großen Schluck seines grausigen Inhalts. Also auf der Stelle überkommt dich eine Übelkeit, die dir den Magen umdreht. Du schaffst es, dir nichts anmerken zu lassen und dein Mittagessen bei dir zu behalten. Also was soll's sein? Ich finde es seltsam, dass doch niemand versucht hat, mich bei dem Ben bleibt zu essen. Ist der Fang des Tages so ähnlich wie das da hinter dir? Ich werde das vielleicht bereuen, aber verkaufst du hier etwas? Wer ist zurück? Angreifen? Lebt wohl, wer ist zurück? One of our protectors. They guard the settlement from harm and sail out in search of supplies. The man in charge is Mensargo. He keeps a watchful eye on things from the tower atop the hill. Eine unserer Beschützerinnen. Sie bewahren unsere Siedlung vor Bösen und segeln aufs Meer auf der Suche nach Nahrung. Der Mann, der hier das Sagen hat, ist Mensargo. Er wirft vom Turm auf dem Hügel ein wachsames Auge auf alles, was hier so läuft. Wer ist dieser Kapitän? Hey? Oh, I'd have thought you'd have heard the old thing from the protectors by now. Captain Lucia Rivan, our great founder. Ah, that was ages past. It's Mensargo in charge now, of course. Hä, ich dachte, du hättest die ganze Geschichte schon von den Beschützern gehört. Kapitän Lucia Rivan, unsere großartige Gründerin. Das war vor langer Zeit, jetzt hat natürlich Mensargo das Sagen. Die Lucia Rivan vom fliegenden Henker, dem Geisterschiff? Geisterschiff? Was meinst du damit? Es hat eine Besatzung wie jedes andere. Don't let the name frighten you. Rivan's founded a bright little community here in Splintered Reef. You'll see.
Once you settle in, you'll thank her. Mentargo too. Lass sie vor dem Namen nicht abschrecken. Rivan hat hier auf dem zersplitterten Riff eine nette kleine Gemeinschaft gegründet. Du wirst schon sehen, wenn du dich hier erstmal eingelebt hast, wirst auch du ihr dankbar sein und Mentargo ebenfalls. Wer ist dieser Mentargo? One of the very first settlers, from what I've been told. Truth is, I haven't seen much of Mentargo these days. Einer der allerersten Siedler, so viel ich gehört habe. Ehrlich gesagt habe ich in letzter Zeit nicht viel von Mentargo gesehen. Er hat bestimmt viel zu tun, jetzt wo die Stadt so groß geworden ist. Ja, ich finde es seltsam, dass noch niemand versucht hat, mich hier beim lebendigen Leibe zu essen. Turned up with an appetite, did you? Well, if Zolka don't turn up with the fish soon, I'll be hard pressed not to consider it myself. Bist mit dem Loch im Bauch zurückgekommen, wie? Naja, wenn Zolka nicht bald mit Fisch ankommt, werde ich mich wirklich beherrschen müssen, dich nicht anzuknabbern. Er kichert über seinen kleinen Witz. Ja, ist der Fang des Tages so ähnlich wie das da hinter dir? Der Wirt hält in und schaut über seine Schulter. Als er sich die wieder zusendet, sieht er äußerst verwirrt aus. Unless you've encountered some magical isle where wild barrels of ale roam free, I don't see how. Never had the good fortune to fish up a cask myself. Naja, also wenn du nicht gerade auf eine magische Insel gestoßen bist, auf der wilde Alefässer durch die Gegend rollen, dann weiß ich nicht wie. Hatte noch nie selbst das Glück, ein Fass zu fischen. Was? Ich glaube, die ticken hier alle nicht ganz richtig. Also ja, sie sind untot, aber sie sehen, denken wohl, dass die Toten hier, die da rumbaumeln, Fässer aus mit Ale sind. The captain what founded this settlement, she left good people in charge. This land's no good for crops. We rely on the sea. The town's protectors, they sail out and bring back food for the rest of us. Keine Sorge, die Kapitänin, die diese Siedlung gegründet hat, hat gute Leute am Ruder gelassen. Dieses Land ist nicht geeignet für Landwirtschaft. Wir hängen von der See ab. Die Beschützer der Stadt segeln hinaus und bringen Essen für den Rest von uns mit. Die Juana do something like that, eh? Forgot the name for it. Die Juana machen doch sowas ähnliches, oder? Wie hieß es nochmal? Ja, ich werde es vielleicht bereuen, aber verkaufst du was? Modest offerings, but you're free to have a look. Ja, mir scheint es ein Angebot, aber schau dich nur um. Ja, Grabhundwelpe. Tiere kaufe ich immer gerne, auch wenn sie während der Grabhundwelpe dir folgt, dann teilst du zusätzliche Schaden gegen Gefäße und deine Gruppenmitglieder erleiden verringeren Zersetzungsschaden. Ja, nett. Lagofettleber, Leichenleib, Vitrakirn, Ghoulhautsegel. Plus 30 Segelzustand, aber Kampfgeschwindigkeit. Ja, aus dutzenden Ghouls hergestellt. Brutales Blut. Na komm, nehmen wir mal die Vitrakirne und das Blut mit. Und dann gucken wir mal, was der Holzkopf hier oben zu sagen hat. Kupferkopf. Entschuldigung. Reparaturvorräte und Kupferteos. Ja, die können wir nicht brauchen. Good, good. I thought for sure you'd wander off. Get yourself into trouble. Gut, gut. Ich war mir sicher, du wirst weglaufen und dich in Gefahr bringen. Der Mann vor dir oder vielleicht die Kreatur der grauen und verhunzelten Haut nachzuurteilen, die er mit den anderen hier gemeinsam hat, trägt einen Helm, der ihm zwei Nummern zu groß ist. Er kippt von Seite zu Seite, wenn der Mann seinen Kopf bewegt. I'm Copperhead. That's what they call me. Friendly nicknames. You know how it is. Oh, yeah. I know you're different from the others. I can see it. Ich bin Kupferkopf, so nennen sie mich. Nette Spitznamen, du weißt schon. Ich weiß, dass du anders bist als die anderen, das kann ich sehen. Natürlich bin ich anders, alle außer mir hier sind hier am Verrotten. Wie lautet dein richtiger Name? I've been Copperhead long as I remember. No, it must have been something else once. There's not a mother alive would have cursed a child of Copperhead. Except in maybe she were a minor. Ich, soll ich denken kann, bin ich Kupferkopf. Aber ich muss irgendwann einmal etwas anderes gewesen sein. Es gibt keine Mutter, die ihre Kinder mit dem Namen Kupferkopf verflucht hätte. Es sei denn, sie ist eine Bergfrau. Mhm. Natürlich bin ich anders. Alle außer mir hier sind hier am Verrotten. Keep your voice down. Yelling your head off like a little baby lamb in the woods. Might as well be hollering, eat me, eat me.
Passt nicht, pst, nicht so laut. Du schreist ja wie ein kleines Lamm, das sich im Wald verlaufen hat. Du könntest auch gleich rufen, fresst mich, fresst mich. Wait, why is the lamb in the woods? Moment mal, was macht das Lamm denn im Wald? Er, das sieht dich mit verwirrtem Gesicht an. Es hat sich verlaufen. It's not safe here. Not where everyone's looking, listening. I have a house, out on the outskirts. They don't mind me keeping to myself. We can talk there.